Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal die Begrüßung. Wer moderiert an? Was bist du denn, Chris? Alter. Ich bin Mr. Meeseeks aus du bist hässlich. Rick and Morty. Alter, schlag mich nicht. Das war Liebe. Liebe. Ich geb dir gleich Liebe. Ach, gib mir Liebe. So, wer moderiert an? Moderiert an? Wer moderiert an? Immer der da fragt. Ja, genau ja, der. Ja gut, dann moderiere ich an. Was? Du hast okay. Nicht gefragt. Okay, ready? Nee. Dann fange ich einfach mal an. Ja, moderiere deinen Stream an. Leute. Was? Moderiere deinen Stream an. Ja, ich moderiere meinen Stream und meine Aufnahme an. Achso, du machst ja doppelt. Ich fäng jetzt an. Doppelt. Ja, ich habe ja schon angefangen. Soll ja, jetzt komm richtig. Oder willst du? Okay. Yo, Leute, und herzlich willkommen zurück zu TTT. Wie immer mit Rayon und Yumi. Heute leider ohne Jeremy. Aber dafür mit Sarah Bu, die hier als Dr. Kleiner rumläuft. Mit dem grünen Hemd. Hä, wo ist sie hin? Ah, da. Ja, wir haben Ersatz gefunden. Und mit Steinmagen, der hier als Anonymous rumläuft. SOS, hallo, bitte helft mir! Und wo ist Sonic? Ja, irgendwo. Ah, da. Du bist so schnell, dass ich dich nicht sehe, tut mir leid. Und spielt sie hier als Sonic und I am Mr. Meeseeks, look at me! Ja, guck hin! Hässliche Leute gibt's. Mr. Meeseeks! Mr. Meeseeks, kannst du mein Golf. Darf ich bitte kurz durchschauen? Flugzeug ist hier schon aus, das heißt. Warte, da brauche ich noch, da brauche ich 50 andere Meeseeks. Ja! Yeah. Wir werden dich dann umbringen, ne? Nur weil. ist ein Insider an alle, die Rick und Morty schauen. Ja! Hi, Juni. Was machst du da auf der Toilette? Hier ist ein Aufzug, kann man den bitte. Kackst du fett deinen ab? Hä, der Aufzug geht? Ich geh auf die Toilette neben dir. Ja, der geht. Ich geh auf die Toilette daneben. Ich okay, ich kacke jetzt. Nee, bitte lass mich in Ruhe, ich kacke. Die geht aber nicht auf. Ah, da kam mein Darm raus. Dein Darm? Okay. Aber nachher wieder reinstopfen, den brauchst du noch wahrscheinlich. Warum geht der Lift hier nicht? Ja, aber mit der Faust. Drauf. Mit der Faust reinstopfen. Also ich drücke hier drauf, aber der Lift kommt nicht. Ich bin vielleicht auch dumm. Kann natürlich auch sein. Keine Vermutung und keine Bestätigung. Yumi? Leben wir noch? Okay, sie hat die Traitor-Falle verfügbar gemacht, aber noch nicht aktiviert. Was heißt verfügbar? Verfügbar machen kann die jeder. Man kann die Tür hier entriegeln und der Traitor kann sie dann aufmachen. Achso. Okay, ich geh dann schon mal tschüss. Warte, die ist verriegelt. Ich hab sie wieder verriegelt. Wie kann man die verriegeln? Indem man auf das Numberpad mit E drückt. Lieber Zimmerservice, ich hätte gern ein Champagner. Ich würde die wieder verriegeln an deiner Stelle, Rayon. Die kann man nämlich auch aus der Ferne öffnen als Traitor. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ach ja, das sehe ich ja alles hier, ne? Es gibt eine Menge Traitor-Fallen. Ja, auf der Map gibt's tatsächlich eine Menge Traitor-Fallen. Alt voll. Es gibt nämlich eine Menge Traitor-Fallen. Wer hat hier gerade geschossen? Ich werde auch angeschossen. Was war das? Ich habe nicht mal eine Waffe. Das von dem her. Ja, es gerade irgendwo geleckt. Okay, ich sollte mir vielleicht erstmal eine Waffe suchen. Das ist ja schon mal so ein Ding. Gibt's hier Waffen? Ich habe gerade ein Bild zerstört. Gibt's hier Waffen? Hallo? Ja, im Startraum war der ganze Raum voll mit Waffen. Da habe ich nicht mit geguckt. Waffen. Was war das? Wurde hier im Lockdown gemacht? Oh, pardon. Sorry. Ich habe Schüsse. Das war ein Random Kill. Ich dachte, ich bringe mal ein bisschen Spannung hier. Ich habe ein Stofftier gefunden. Eine Schildkröte. Das Highlight. Ich will kein Traitor mehr sein. Alle? Sonic ist es. Spieß ihn, schießt auf mich. Okay. Sonic. Ja. Er hat auf mich geschossen. Ja, das habe ich gesehen. Ja, er war. Ich bin hier forever alone. Ah ja, wir haben übrigens keinen Detective, habe ich gerade festgestellt, ne? Also, ich habe was gehört. Meeseeks und Anonymous sind sicher. Komm mal mit hier, komm, ich muss was zeigen. Ja, komm mal mit, ich muss was zeigen. Also, ich habe einen Traitor getötet, okay. Leute. Hier ist eine Schildkröte! Ernsthaft? Leute, ich habe einen Traitor getötet. Ist das nicht eine... Ich gehe hier rüber und du gangest du hinüber. Dann kannst du sie nein, angucken. Du bist so niedlich, geh weg. Oh, ich werde dich totknuddeln. Oh, bitte nicht, Hilfe! Ah, alles klar. Wie geht der Aufzug hier jetzt? Gar nicht. Warum kann man den da drücken? Das ist Fake, oder was? Da ist ein Knopf, wo man drücken kann. Bist du Traitor? Warum verfolgst du mich? Komm, er geht auf! Ja, du musst ja auch mal warten, bis er da ist. Ach so, das ist ja viel zu realistisch. Moment mal, da hinten ist ein Sackgasse, da kommt man nur als Traitor raus.
Da kommt man auch nur als Creator rauf und. Ich fahr jetzt mal den Lift runter. Komm ich da auch irgendwo an oder ist das jetzt eine Todesfalle? Steinmagen, ich würde übrigens nicht da reingehen an deiner Stelle. Da drin kommst du nämlich nicht mehr raus. Und wo fährt der Lift hin? Okay. Der Lift fährt zwischen drei Stockwerken hin und her. Ich fahr grad ziemlich lange schon. Ja, weil der Lift sehr langsam fährt. Es sieht gerade so aus, als würde ich wieder nach oben fahren. Warum suchst du uns, Sarah? Du nur noch 40 Sekunden. Irgendwer hat eine Lok gemacht im Startbereich. Ich bin im Lift, ich bin gefangen. Und die automatische Kanone da hinten, ist da hinten aktiviert. Was? Es gibt eine automatische Kanone? Ja, die kann nur den Creator aktivieren. Ja, das ist mir klar. Oh, da kommt der Lift drauf. Ja, das bin ich wahrscheinlich. Aber ich wollte echt nach unten. Ich hab einen gemacht, du kannst hier nicht raus. Alter, steck ich jetzt im Lift. Ich fahr, Alter, ich drück hier nix. Was muss ich drücken, um hier rauszukommen? Sarah. Wir beide sind proof, Sarah. Sind wir das? Wir haben einen Traitor getötet. Nee, du nicht. Wir zwei sind proof. Achso. Was habt ihr? Ich bin Ino, geh weg! Ich komm nicht aus dem Lift raus! Was ist denn los? Der Lift geht nicht auf! Oh, ich aktiviere die ganze Zeit Traitor, fallen um mich rum und der Lift geht nicht auf! Ja, du musst den Knopf drücken, es sind drei Knöpfe drin. Ach so! Sag mir das doch! Hab ich dir gesagt, du musst Stopp drücken. Nein, ich höre dir nicht zu, merk dir das endlich. Ah, ich brauche eine Waffe, hallo! Ich geh schnell hier raus, bevor es zu heikel wird. Ich geh schnell hier raus. Hallo, hallo, hallo! Ey! 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 Sonic, weg! Je! Mach mich noch verdammt. Also ich bin wieder Traitor, ne? Alles ist gut. Was ist Hilfe? Oh! Geht die Tür auf. Ich bin Tür ist auf, die Tür. Dein Marc, geh weg. Hallo? Nein. Yumi, geh da nicht ran. Alter. Oh, ist das dein Ernst? Ich hab doch Schaden bekommen. Ist das normal, dass man einfach... Oh, shit. Alter. Hier schießt jemand. Ja, ich weil du da nicht weggehst. Yumi. Ich wollte gerade weggehen und dann schießt du auf mich. Yumi. Ich glaube, ich hab was machst du? Oh! Alter, die Tür zieht dann ja voll raus. Ja, tut sie. Yumi, was machst du da? Hilfe? Hallo? Wieso geht das nicht auf? Hier? Yumi, was wird das? Okay, das klingt so, als könnte man Yumi nicht trauen. Oder Rayon. Also wenn ich gleich tot bin, Rayon war's. Ich warte immer noch. Was? Was? Hä? Schau mal tief in die Augen. Du hast wunderschöne Augen. Oh! Oh no! Yumi, du machst mir Angst, geh weg! Geh weg, geh weg! Nee, ich bin rauf! Ich bin hier endlich weg! Yumi? Ich trau dir nicht! Ich trau dir auch nicht! Ich mach gleich random hier! Dein Gesicht sieht so verräterisch aus! I am Mr. Meeseeks, look at me! Was ist denn das hier? Hör auf, so rum zu tänzen, ich schieß gleich! Ich bin jetzt. Ja, solange wir umtänzen, kann keiner von uns in den Traitor Shop, das ist schon mal gut! Ich bin undercover, ich bin versteckt. Yumi? Was ist das denn hier? Kann ich das zerkacken? Was ist das hier? Zerkacken? Ja, mir ist gerade kein anderes Synonym dafür eingefallen. Kann ich das hier? Nein, kann ich nicht. Mann! Das ist echt ich höre Thomas. Ah! Sie kommt oben runter. Komm ich hier ein? Na klasse, ich bin zu klein, um hier hochzuspringen. Scheiße. Alles klar. Ah, mit Couchjump geht's ja doch. Ich hänge mich immer weiter nach oben, aber das funktioniert ja nicht. Ich hänge hier fest. Ich fühle mich gemobbt. Immer auf die Kleinen. Kann mich jemand holen, bitte? Ja, warte, ich komm. Ja, klar, dass du kommst. Ich weiß doch gar nicht. Wahrscheinlich hat er schon ein Radar gekauft. Chris? Wo sind wir denn, Chris? Nein, nix, hallo. Ist okay. Ja! Wusstest du, dass da hinten drin war oder das ist das Radar? Ja voll OP auf der Map. Das war die Holy Hand Grenade gerade. Wusstest du, wo ich bin? Ja, ich hab ein Radar gekauft. Ah ja, Spezi, übrigens, sorry, dass ich dich mit Thomas umgebracht hab. Vollkommen legitim. Ja, ich hab das überhaupt nicht richtig geschnallt. Ich bin auf einmal irgendwie durch die Map geglitscht und dann war ich irgendwann tot. Ja, ja, ich hab uns die Lokomotive durchs Flugzeug gejagt. Ach so. Oh, hi. Die bringt alles um, was man berührt. Oh, ich geh ja mal weg berührt. Von der Tür. Wow! Oh Gott. Alter, hab ich dich nicht geschlagen? Eigentlich hätte die Tür aufgehen müssen. Ich entschärf das. Ich such nur noch Waffen. Ich bin irgendwo kaputt gespawnt, wo es keine Waffen gibt.
So, Tür sind schön. Ich trau mich nicht in den Startraum zu gehen. Hallo. Hi. Dein Pony. Nein, pfui. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein, ich hab's versucht. Macht's nicht besser. Hey! Was soll das? Ja, komm hier? Ruhig her, Pony. Ich hab auch keine Waffe, Leute. Ich geh mal zurück in den Startraum, bitte. Was soll das? Okay, ich misch mich mal unter das Volk. Kann die Tür wieder aufgehen? Oh, und das Volk. Und da dein Volk. Unter mein Volk. Und der dein Volk. Schon wieder Yumi! Ich verfolg sie. Hi. Oh, hi Yumi. Bitte lass mich durch, ich brauch noch keine Waffe. Hi, Chris. Hi. Ich trau dir nicht, Rayon. Ich trau dir sowas von gar nicht. Ach, das kennen wir doch. Oh! Okay, da, oh. Da oben ist ein Turret-Steinmagen, den könnte jederzeit jemand aktivieren, nur damit du es weißt, ne? Wo oben? Da oben. Ich geh einfach. Hier mal, ne? Oben. Dann muss Turret. Es Sonic oder Yumi sein, weil die waren von uns nur hier. Ich bin forever innocent. Okay, ich lauf hier ganz wir alle. Rum. Me too! Oh, hallo. Alter, ich. Das wird eine Melone! Die kann man wirklich zerschießen? Auf oh Gott. Will jemand Melonenkompott? Nee, Yumi, ich trau dir nicht. Ist das eine Diegel? Hi. Hi. Okay, ich geh. Ich komm hier nicht mehr raus. Wenn du Schüsse hörst, das bin ich. Ich zerschieße oben. Ich trau dir nicht. Ich bin Inno. Ja, ich bin auch Inno. Ich nicht. Du schlapp die mal Inno rückwärts. Rückwärts. T-N-E-C-O-N-N-I. Okay. Okay, könnte aber auch ein Zettel sein, der auf deinem Tisch liegt. Ja, den hab ich hier geschrieben und per Post geschickt. Alles drauf, ey. Alles ja, guck, klar, guck, man benutzt heute nicht WhatsApp für sowas. Nee, man schreibt per Post. Was ist das denn? Okay, wo bin ich hier? Man schickt sich Post. Okay, wir sind hier unten gefangen. Ich bin gerade. Wir nicht? Ich hab was gehört. Nein, geh weg. Geh wer weg, ist geh hinter weg. Mir? Niemand. Geh weg, geh weg. Sind wir hier alleine? Müssen wir wieder hoch? Nur ich glaube, wir sind alleine. Oh, da rein. Ich bin gerade am Arsch der Welt. Was ist das? Geht da hinten die Tür auf? Geradeaus? Nee, die geht nicht auf. Gibt's hier rein zu den Traitor-Räumen? Nur als Traitor raus. Okay. Und auch nur an einem Punkt. Und der ist hinten die Falltür im Boden. Das bin ich zerschieße Obst. Ah, alles klar. Okay. Oh. Was hat das Obst hier getan, Rayon? Das sieht sehr plastisch aus. Ich krieg die Tür ja nicht wieder auf. Das ist kaputt. Hä, der Schalter hier ist kaputt. Aus. Ich kenne den Raum, glaube ich. Scheiße, nein. Ich war das. Alles gut. Ich hab ein Problem. Ich bin schon wieder gefangen. Ich glaube, ich kenn. Hi. Er hieß da. Ja. Ich schieße in die Decke. Ja. Ah. Echt die spannendste Runde. Was ist das? Kann man hier mit was machen? Ich trau dir nicht, was ist vor. Das? Irgendwer hat im Lift gerade Sarah mit einem Shooterkin gekillt. Ich tippe auf Yumi. Ja, das ist Yumi's Stil. Ja. Auf jeden Fall. Ich würde euch ja helfen, aber ich komme hier ja nicht raus. Und ihr ist ja gerade nicht gestorben, hab ich gehört. Ja, das war im Lift. Kann der Traitor bitte zu mir kommen, weil ich komme da leider nicht raus. Und nein, ihr, unter dem Lift? Und nein, ihr aktiviert nicht die Traitor von mir. Ne, ich bin in dem Raum, wo man nachher nicht rauskommt, wenn man einmal reingekommen ist. Ach so, du meinst in dem Raum? Ja, da kommst du nur als Pony nicht raus, weil du da das klein bist. Mobb mich nicht. Immer ich auf die Kleinen! Aber du bist auch so niedlich, selber schuld. Das ist der Preis für meine Niedlichkeit. Übrigens, eigentlich ist das logisch, aber ich sag's trotzdem nochmal sicherheitshalber. Die tot sind, bitte Maul halten. Hi, ich bin tot, hi. Wie jetzt? So. Das Lustige ist auch, ich muss springen, um ins Fenster zu gucken, bei den Türen. Ich find das so cool. Ich meine, es hat doch Vorteile. Na, Boss, im Alter, Internet, Traitor, kannst du jetzt bitte mal deines Amtes walten? Es wird langsam langweilig in dem Raum, hier ist nicht wirklich viel Unterhaltung. Schön, dass mir jeder antwortet. Also ich fühle mich gerade richtig verstanden. Nein! Boss, kann ich da runterkommen? Boss, kann ich's reinwerfen? Fuck you. Ich fühle mich verarscht. Nein.
sind auch keine mehr. Das ist der Sinn der Sache. Was mache ich dir, glaubst du? Da kannst du raus. Nein. So. Ich bin im letzten Arsch. Wortwörtlich. Lieber Traitor, wir können doch zusammenarbeiten. Ich schleppe auch dein Gepäck. Hallo? Du bist wieder der Einzige, der redet. Ich weiß genau, dass noch einer lebt. Ja, ich. Ja, hi, wie geht's? Das ist 5 Sekunden. Gut, danke. Bin kein, ich bin Inno. Ja, natürlich. Ja, ich brauche mich nicht an. Ein Traitor. Ich. Oh. Ach, da natürlich typisch. Das hätte man natürlich erwarten können. Und diesmal, Alter, es war schon zweimal in irgendeinem Raum, wo ich nicht rauskomme. Ich bleib jetzt oben. Ja. Ich geh nirgends mehr runter. Ach, ist eine gute. Hoppla. Ist eine gute Idee. Pony. Mhm. Kann ich dann auch mal wieder Traitor wieder sein? Das wäre ganz hallo, nett. Mr. Meeseeks. Hallo. Ich geh mal den anderen nach. Vielleicht passiert ja was. Anonymous. Hallo. Ich komme in Frieden. Ich finde die Anzahl der E's in Mr. Meeseeks sehr interessant. Eception. Nee, Eception. Leute, hier ist die Schildkröte, wenn wir gucken. Wir lieben. Ich hoffe nicht. Guck mal, Chris, die Schildkröte. Oh, warte. Ah, ich verprügelt die Schildkröte. Nein, das ist die Schildkröte! Alter! Was? Leute, wo seid ihr denn? Am Arsch. Alles klar. Willst du zukommen? Nö, passt schon. Ich warte immer noch auf diesen Kackaufzug. Was ist denn los? der kommt nicht, habe ich das Gefühl. Gut. Ich hab Besseres zu tun. Wo seid ihr denn? Ich bin jetzt bei der Schildkröte. Ja, ganz schön. Ich sag nur Hashtag Schildkröte. Ah, hallo. Bist du ein Traitor? Ja. Ey, nein! Du darfst mir doch nicht alles glauben, ich mein. In der Rolle innozent. Ich lauf dir trotzdem nach. Einfach weil ich es kann. Ja, deine Schüsse steht. Hey! Peace! Vielleicht bin ich ein netter Traitor. Du warst ein böses Pony. Weg. Nein, ich bin ein ganz nettes Pony. Willst du knuddeln? Willst du knuddeln? Warum läufst du mir denn hinterher? Nein, ich möchte nicht. Einfach so, weil ich knuddel. Hey! Ich hab ein fucking HP, du Dulli! Nee, ohne Scheiß. Ich mein, das ist random cancelled, aber nicht erlaubt. Sarah. So nebenbei. Das haben wir uns am Anfang nämlich ausgemacht. Wow. Ende der Kills, er macht ihn sowas. Versteh ich. Chris ist es? Ich bin. Sonic, ein! Nein, ich bin's. Geh weg! Ich bin's nicht, der hat mich angegriffen. Junge, nur mal so unter uns, du hast bis jetzt immer die Kinder random Kills. Warum hast du ihn getötet? Aber jetzt nicht mehr. Er hat mich angegriffen. Schon seit mindestens 4 Folgen. Ja und? Ja, natürlich geil, ne? Also nur zu Info, er war Traitor, danke. Ich liebe dieses Spiel.